Abend, herzlich willkommen. Hier ist der DERCHO-TV Live, Ausgabe Nummer 6 am heutigen Samstagabend, der erste Samstag im März und der Karnevalssamstag heute gleich auch noch. Wie ihr seht, ich habe mich verkleidet, genau als bärtigen Newsman. Nein, kleiner Scherz am Rande, muss ich natürlich nochmal dazu sagen, denn das Ganze ist keine richtige Verkleidung, sondern einfach nur stumpf ein schönes langes Hemd mit langem Ärmel, heute mal ausnahmsweise mal ein bisschen zurückgezogen. Ja, heute wieder mal eine vollgepackte Sendung, natürlich heute auch mit den Nachmittagsspielen der Fußball-Bundesliga. Falls ihr sie gerade gehört habt, beziehungsweise ihr habt sie nicht gehört und auch nicht gesehen, und immer noch nicht gesehen, wie die Ergebnisse sind. Einfach mal jetzt unten drunter gucken, denn dort gibt es jetzt die Nachmittagsspiele nochmal im Überblick. Ich habe jetzt hier gerade nur den Livestream dran, deswegen sehe ich das auch geradewegs ein bisschen spät. Deswegen wollte ich das nochmal so kurz sagen. Ja, natürlich, die Bundesliga spielt heute eine große Rolle, denn wir schauen gleich auf das Topspiel des Tages, was in knapp 29 Minuten losgehen wird. Bayern München gegen Schalke 04. Schalke hat in dieser Woche einiges schwer zu tun. Nach dem 1:6 Debakel zu Hause gegen Real Madrid kommt nun der Rekordmeister. Und die sind ja auch gerade sehr gut drauf. Und da sollte man eher mal nicht so vorbereitet sein und sagen, ja, läuft alles gut, ne? Also wir werden gewinnen, ne? Man kann sich auf eine Niederlage einstellen, aber bitte nicht auf so eine hohe wie am Samstag, wie am Dienstag, wie am Mittwoch in Madrid. Wir kommen aber jetzt anstatt zum Fußball jetzt erstmal zum aktuellen Tagesgeschehen heute, denn auch heute am Samstag lässt uns das Thema Ukraine nicht los. Auf der Krim herrscht im Moment auch wirklich Chaos und vor wenigen, ja sagen wir mal Stunden, hat das russische Parlament ja sich bereit erklärt, dementsprechend auch russische Soldaten auf die Halbinsel Krim zu senden. Und wie ihr natürlich vielleicht wisst, seit Wochen herrscht dort, beziehungsweise seit einer Woche ist ja der bisherige Präsident Viktor Janukowitsch abgesetzt worden. Er hat gestern in einer Pressekonferenz dementsprechend gesagt, er akzeptiert diese Absetzung nicht. Er ist weiterhin Präsident der Ukraine, auch wenn es im Moment nicht anders, auch wenn es im Moment in der Ukraine selbst anders aussieht. Die neuen Machthaber dort in Kiew suchen ihm auch wegen natürlich Massenmords und Verletzungen der Menschlichkeit selbstverständlich. Und da soll natürlich auch noch viel passiert werden. Denn der ukrainische Übergangspräsident Alexander Tschurtschnyow rief heute auch noch den russischen Präsidenten, quasi seinen Amtskollegen Wladimir Putin an und sagte, dass die nackte Aggression gegen die Ukraine zu stoppen sei. Also er rufte dazu auf. Was das genau bedeutet, folgendermaßen, denn das komplette russische Militär, nicht alles, was da unten in der Ukraine bzw. am Schwarzen Meer ist, steht in Alarmbereitschaft. Und es wurde natürlich auch bekannt, dass die Halbinsel, die Krim, dementsprechend ja auch halb ukrainisch, halb russisch ist. Sagen wir mal eher mehr russischstämmige dort wohnen, aber unter ukrainischer Verwaltung ist. Die Regierung ist ukrainisch und sie war es bis jetzt, bis dann vorgestern das Parlament gestürmt wurde und dementsprechend dort ist jetzt nicht mehr so laufen sollte. Gestern zum Beispiel haben etwa 50 bewaffnete und uniformierte Männer Geländewagen ohne Kennzeichen und auch mit russischen Flaggen, nämlich den Krim-Flughafen Simferipol, aufmarschiert und haben dort die Kontrolle übernommen. Und natürlich rief auch der russische Präsident Wladimir Putin dazu auf, Eskalation zu vermeiden. Die Krim, das ist nochmal so eine kleine Information, gehört seit 1954 zur Ukraine. Da sich dort eine Bevölkerungsmehrheit russisch fühlt, gibt es Abspaltungstendenzen. Also man vermutet, sprich, wenn es zu einer schlimmeren Situation kommt, dann vermutet man, dass die Krim sich abspalten wird. Schon Ende März, also in gut 29 Tagen, wenn ich mich nicht richtig täusche, also Ende des Monats, quasi schon in 3 bis 4 Wochen, sollen die Bürger der Krim entscheiden, ob sie eher zu Russland gehören oder zur Ukraine. Und viele, die dann natürlich vermuten und sagen, ja, die Ukraine wird sich dadurch abspalten,
wird es wahrscheinlich passieren oder nicht. Die eigentliche Wahl war ja auf Ende Mai zu setzen, genau auch an dem Tag, wo die Ukraine ja ihren neuen Präsidenten wählt. Nun hat man es vorgezogen, zur Sicherheit wahrscheinlich, um es natürlich auch dementsprechend zu sehen, ob die Krim dann russisch wird oder ukrainisch bleibt. Der ukrainische Botschafter, der UN-Botschafter der Vereinten Nationen, Juri Sergejew, sagte: Wir betrachten das als Aggression. Auch die USA haben gewarnt und die warnten Russland davor vor einer militärischen Intervention auf der Krim. Das würde seinen Preis haben, so der US-Präsident gestern Abend, was bei uns mitten in der Nacht war. Angesichts der angespannten Lage erwägt der US-Präsident auch offenbar einen Verzicht an der Teilnahme am G8-Gipfel im Juni in Sotschi, wo jetzt noch vor gut einer Woche die Olympischen Winterspiele waren und wo in knapp einer Woche die Paralympics, die Winterparalympics beginnen. Nicht nur die USA sprachen sich so aus, auch Großbritannien ist für eine schnelle Schaffung einer Taskforce mit Vermittlern, aus Vermittlern dementsprechend. Als mögliche Vermittler sind zum Beispiel Mitglieder der Organisation, jetzt muss ich es ablesen, was ich ja sowieso immer tue, für die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE. So auch natürlich ein UN-Funktionär, er nennt sich Robert Szeri, der ist auch nämlich im Gespräch. Der erste Botschafter der Niederlande in der Ukraine war unter anderem. Ja, auch ein britischer UN-Botschafter, Mark Lal Grant, sagte, eine solche Vermittlungskommission könne auch unabhängig vom UN-Sicherheitsrat gestartet werden. Kiew hat ja auch schon dazu aufgerufen, den UN-Sicherheitsrat in einer Sondersitzung zu berufen. Das ist im Übrigen unser Bild des Tages, habe ich ein bisschen aus dem Internet geklaut. Und ja, die Eskalation zwischen Russland und der Ukraine, dementsprechend der Blitz in der Mitte. Also, will ich noch mal kurz sagen, soll es noch einmal zeigen, was das auch noch mal zu bedeuten soll. Ja, der hat nämlich auch noch mal in dem Gremium hat ja Russland, in dem UN-Sicherheitsrat hat ja Russland ein Vetorecht und der russische UN-Vertreter Vitali Turchkin hat bereits erklärt, er sei gegen eine auferlegte Meditation. Der Außenminister Luxemburgs, Jean Asselborn, sprach sich für eine rasche Sondersitzung der EU-Außenminister aus, wo natürlich dann auch wahrscheinlich wieder Frank-Walter Steinmeier, unser Außenminister, sich wieder daran beteiligen muss. Er sagte, das Treffen muss Sonntagabend oder spätestens Montag stattfinden und Luxemburg übernimmt heute für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Ob es natürlich dann dementsprechend so weitergehen wird, das erfahrt ihr natürlich in den nächsten Tagen. Natürlich bis Donnerstag selbstverständlich auf der Homepage derchotv.wordpress.com. Da möchte ich euch nochmal kurz drauf hinweisen. Ein bisschen schlecht kann man das lesen, allein wegen dem Weiß. Dann lege ich auch nochmal stumpf so meine Hand drüber. www.derchotv.wordpress.com. Und ich möchte mich nochmal kurz entschuldigen dafür, dass es jetzt in der gestrigen Freitagssendung kein Bild des Tages gab. Es gab ein Bild des Tages, aber ich habe es vergessen zu zeigen. Dementsprechend tut es mir natürlich leid. Jetzt kommen wir zum fußballerischen Teil der heutigen Sendung hier bei Dercho TV Live. Und zwar geht es in knapp 22 Minuten, muss ich nochmal kurz gucken, los mit dem Kracher des Tages. Und zwar Bayern München gegen Schalke 04. Das Topspiel des heutigen 23. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die Nachmittagsergebnisse sowie das Freitagsspiel gibt es direkt dann gleich im Anschluss. Außerdem die Nachmittagsspiele unten im Ticker zu sehen. Denn am Dienstag, ach Quatsch, am Mittwoch, wo ja Julian Draxler nach seiner langen, monatelangen Verletzung endlich wieder in der Startelf stand, wurde er ausgepfiffen. Ganz einfach fragt man sich, warum eigentlich? Ein Schalke 04-Fan schrie beim Debakel gegen Madrid 1 zu 6, er soll doch zu den Bayern gehen, was ja sein ehemaliger Kollege jetzt noch in der DFB-Nationalmannschaft selbstverständlich noch machen, Manuel Neuer ja schon getan hat, aber er wird es wahrscheinlich nicht machen. Heute Abend spielen sie gegen die Bayern, aber ob es natürlich auch gut für Julian Draxler aussehen wird, das wissen wir noch nicht. In der Startelf steht er, das weiß ich zufällig aus guten Quellen, unter anderem der offiziellen Facebook-Seite von Schalke 04 und deren Fanpages, sowie auch natürlich von einem guten Freund. Aber mit seinen jungen 17 Jahren und 117 Tagen bestreitet er heute schon wirklich, man kann wirklich sagen, ja, ein sehr gutes Debüt, denn er ist
Ja, denn der jüngste Bundesliga-Torschütze des Clubs mit 17 Jahren und 192 Tagen und später auch wurde auch noch jüngster deutscher Champions League-Torschütze mit 19 Jahren und 3 Tagen. Ja, vor einem Jahr, muss man ungefähr sagen, fast am 9. März, damals dem 2:1 Derby-Sieg gegen Borussia Dortmund, war es schon sein erzielt. Es ist für ihn nun schon sein 100. Pflichtspiel für Schalke gewesen mit 19 Jahren und 170 Tagen. Nationalspieler war er dort schon seit fast einem Jahr. Wird natürlich jetzt beim Testspiel gegen Chile geschont. Und man fragt sich natürlich, wie wird es natürlich weitergehen mit Julian Draxler. Er träumt schon davon, schon seit er ein kleiner Junge ist, eigentlich schon für die Großen zu spielen. Er tut es ja mit Schalke 04. Und zur Winterpause kamen ja die Gerüchte rum, dass ja Julian Draxler schon zur Winterpause hin zu Beginn der Rückrunde der Premier League, der englischen ersten Liga, zu Arsenal London wechselt, sprich zu den Nationalteamkollegen Per Mertesacker, Mesut Özil und Lukas Podolski. Was aber dann auch von Schalke-Seite aus und natürlich auch von der Arsenal-Seite aus dementiert wurde. Aber dann kam ja natürlich noch der deutsche Rekordmeister und meinte, deren Sportdirektor, sag ich mal so, Matthias Sammer, meinte, wir könnten uns auch vorstellen, dass Julian Draxler bald bei Bayern spielt. Denselben Fehler wie sein Teamkollege wird er wahrscheinlich nicht machen, aber das werden wir natürlich auch dementsprechend sehen. In England wird er ja auch schon das German Wunderkind genannt und einen Vertrag bei Schalke hat er ja noch für die nächsten 4 Jahre bis 2018 mit einer tollen Ausstiegsklausel, denn im vergangenen Sommer wollte schon Chelsea Draxler haben und natürlich dann jetzt noch im Winter Arsenal und sein Marktwert ist wirklich gestiegen. Wird er im Sommer dann Schalke verlassen, kriegt Schalke 04 45,5 Millionen Euro für den 20-Jährigen. Das ist eine tolle Sache, muss man eigentlich sagen. Von diesem Geld kann man sich dann natürlich neue Youngsters einkaufen und sie dann natürlich bei Schalke schön hegen und pflegen. Aber man will natürlich auch, dass bei Schalke 04 dementsprechend auch Julian Draxler dann wenigstens noch für ein, 2 Jahre bleibt. Selbst Max Meyer, ein neues junges Talent bei Schalke 04, hat gesagt, ich werde auch nicht ewig auf Schalke bleiben. Die Ausstiegsklausel in meinem Vertrag ist für beide Seiten gut. Für Schalke, weil der Verein, der liegt womöglich gar nicht im Ausland, sondern in Deutschland. Der FC Bayern, ja, und mir ist da anscheinend irgendwie wohl ein bisschen Text verschwunden gewesen, weil ich ja da noch irgendwie was hatte. Aber naja, aber er sagte noch in einer anderen Spalte, habe ich es hier: Barcelona und Real Madrid haben die klangvollsten Namen im Weltfußball und in Spanien wird der ästhetische Fußball gespielt. Aber natürlich sind es bis jetzt nur Vereine aus Großbritannien bzw. aus England gewesen, die ihm Angebote gemacht haben. Wer weiß, vielleicht kommt dann wenigstens nach dem Rückspiel gegen Real Madrid, wenn es hoffentlich besser ausfällt, dann natürlich ein gutes Angebot wenigstens von den Königlichen. So bleibt er wenigstens königlich. Er selbst weiß auch noch nicht, was er natürlich in 5, 6 oder in 10 Jahren machen wird, ob er dann wahrscheinlich dann immer noch in der Bundesliga spielen wird oder wahrscheinlich schon im Ausland. Bayern München zählen wir ja nicht als Ausland, sonst wäre es ja der FC Augsburg auch. Das wollen wir dementsprechend nicht. Aber wir hoffen mal, dass Julian Draxler heute Abend wenigstens gegen Bayern München seine beste Seite zeigen kann, auch wenn es jetzt sein zweites Bundesligaspiel nach seiner langen Verletzungspause ist. Denn er war beim letzten Spiel beim 0:0 gegen Mainz nur kurzzeitig eingewechselt worden, weil er auf der Bank saß und beim Champions League-Spiel gegen Real Madrid, was er dann zu einer 1:6-Klatsche kam, ist er natürlich dann dementsprechend auch nicht gut gegangen. Außerdem ist es auch noch ein Brüderduell, muss man natürlich sagen. Nicht nur bei der Weltmeisterschaft wird es ein Brüderduell geben zwischen den beiden Boatengs, nein, auch in knapp 17 Minuten. Denn Boateng spielt gegen Boateng, Kevin Prinz, jetzt bei Schalke gegen Jermaine Boateng bei Bayern. Und das wird auch bei der WM so sein. Kevin Prince Boateng spielt ja für Ghana und Jermaine Boateng ja natürlich für Deutschland. Werden wir es dementsprechend sehen. Das Ganze kriegt ihr dann natürlich heute Abend dann nochmal kurz auf Facebook und auf Twitter zusammengefasst. Selbstverständlich, was mir gerade auch aufgefallen ist, ich habe vergessen, die Bundesliga-Ergebnisse zu twittern. Naja, kann passieren. Das ist menschlich. Viel zu tun gehabt, auch wenn man heute sturmfrei hat, ist auch Schnuppe. Und man wird natürlich auch sehen, dass er weiterhin natürlich für Schalke alles geben wird, denn dieser Verein wird ihn natürlich auch noch weiterhin prägen. Aber wie schon gesagt, zum Bundesligaspielstand, nicht zum Bundesligaspielstand, sondern
Dementsprechend zum Topspiel gibt es dann auf Facebook und auf Twitter dann wenigstens die Halbzeit und die Endstände. Also mehr kriegt ihr dann natürlich nicht. Die bewegten Bilder kriegt ihr selbstverständlich dann bei den netten Leuten vom ZDF Sportstudio heute Abend gegen 11. Ich weiß es nicht. Naja, apropos Bundesliga. Ich habe jetzt vergessen, was zu machen. Ist mir gerade aufgefallen, anstatt jetzt hier irgendwie doof was zu machen, gibt es heute mal nicht die Ergebnisse. Doch, die gibt es, und zwar nämlich mache ich das jetzt mal ganz schnell und derweil versuche ich dann dabei irgendwie noch was anderes zu labern, wenn mir dazu noch irgendwas einfällt. Ja, heute ist auch mal wieder der Wurm drin. Ja, der Wurm ist nicht drin, aber man kann sich es irgendwie denken, wie das dann ab und zu auch mal ablaufen sollte. War auf 40 gestellt, du Trottel. So, dann mache ich das mal schnell. Da haben wir dann... Nein. Und hier... So, nicht wundern, wenn ich so komisch geredet habe. So, damit hätte ich jetzt die Ergebnisse vollständig und die könnte ich dann jetzt natürlich auch hier hochladen, und das sind sie, die Nachmittagsspiele bzw. das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga vom heutigen Spieltag. Gestern spielten schon Hertha BSC gegen den SC Freiburg 0:0. Dann gab es natürlich die heutigen Spiele am Samstag. FC Augsburg gegen Hannover 96 gab nur ein 1:1 Unentschieden. Borussia Dortmund gegen den 1. FC Nürnberg 3:0. Somit ist in der Tabelle Borussia Dortmund jetzt auf Platz 2, weil Bayer Leverkusen gegen Mainz 05 0:1 verloren hat. Deswegen ist Dortmund jetzt auf 2. Werder Bremen hat im Nordderby gegen den Hamburger SV gut gekämpft und 1:0 gewonnen. Eintracht Braunschweig konnte zu Hause gegen Mönchengladbach ein 1:1 Unentschieden holen. So viel dann auch zu den Nachmittagsspielen und zum Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga. Mehr dazu, wie schon gesagt, dann morgen auch in einem kleinen Artikel. Morgen Abend gegen 20 Uhr 30 oder 21 Uhr hier auf derchotv.wordpress.com. Was sonst noch auf der Welt passiert ist, das gibt es jetzt hier bei derchotv live in den Nachrichten, in den News vom Tage. Da hinten werden schön Fotos gemacht vom Fenster aus. Ja, ich weiß, ich bin Fan. Ha, ha, ha. So. Die Nachrichten des Tages. Das Oberhaus des russischen Parlaments hat der Entsendung von Truppen in die Ukraine zugestimmt. Der Föderationsrat billigte einen entsprechenden Antrag von Russlands Präsident Wladimir Putin. Putin nannte als Begründung für seinen Antrag die außergewöhnliche Lage in der Ukraine und eine Bedrohung für die dort lebenden russischen Staatsbürger. Zuvor hatte der russische Föderationsrat bereits bekundet, dass er den Einsatz des begrenzten Kontingents an Streitkräften für eine Normalisierung der Lage auf der Halbinsel Krim für zulässig halte. Zum Teil, nur im Schneckentempo, sind Skiurlauber heute in Richtung Alpen vorangekommen. Wegen des dichten Reiseverkehrs kam es auf den Autobahnen vom Freistaat Bayern kilometerlang zu Staus und stockenden Verkehren. Zum erhöhten Verkehrsaufkommen trug auch der Beginn der Faschingsferien in den Bundesländern Bayern, Hamburg, dem Saarland und Baden-Württemberg bei. Heute sei der ungünstigste Reisezeitpunkt, sagte eine Polizeisprecherin. Am ersten Ferientag setzen sich alle in die Autos, dann ist Samstag auch noch immer Bettenwechsel in den Hotels, also ist noch immer mehr los auf den Straßen. Für alle, die jetzt irgendwie vielleicht mobil zu gucken, live, gute Fahrt. Der frisch gekürte Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten für die Europawahl, Martin Schulz, spricht sich dafür aus, Europa nicht weiter überregulieren zu wollen. Gegenüber dem ZDF sagte er, die EU kümmert sich um Duschköpfe und Olivenölkännchen und nicht um die wirklich wichtigen Dinge. Damit müsse Schluss sein. Vielmehr wolle er nun sich für eine Wachstumsstrategie zur Überwindung der Schuldenkrise einsetzen, um auch die massive Jugendarbeitslosigkeit in Europa in den Griff zu bekommen. Mal was Sportliches. Der Weltfußballverband FIFA erlaubt Spielerinnen und Spielern künftig das Tragen von Schleiern oder Turban auf dem Fußballplatz. Das wurde bei der jährlichen Sitzung des International Football Association Boards in Zürich bekannt gegeben. Der FIFA-Generalsekretär Germain Flack sagte, es wurde entschieden, dass Spielerinnen eine Kopfbedeckung tragen dürfen. Im letzten Jahr hatte nämlich der kanadische Fußballverband einen entsprechenden Antrag gestellt, da Anhänger der Skith-Religion in Quebec mit Turban spielen wollten. Damals hatte die FIFA eine Ausnahmegenehmigung ausgestellt. Nun können sie es alle machen.
Und dann noch etwas aus Großbritannien. Ein stillgelegter U-Bahnhof im Zentrum der Hauptstadt London ist für 53 Millionen Pfund verkauft worden. Das gab der das Verteidigungsministerium in London bekannt. Vermutlich ist ein Immobilienbauträger der Käufer, berichten britische Medien heute übereinstimmend. Der U-Bahnhof Brompton Road nahe dem Nobelkaufhaus Harrods war im Zweiten Weltkrieg als unterirdische Kommandozentrale der britischen Luftabwehr genutzt worden. Auch Hitler-Stellvertreter Rudolf Hess soll dort nach seiner ersten Festnahme 1941 verhört worden sein. Mehr News gibt's wie immer natürlich auf derchotv.wordpress.com und natürlich dementsprechend dann auch mal das nächste Mal wieder hier bei derchotv live am kommenden Donnerstag. Ja, 10 Minuten haben wir noch und wir kommen mal zu einem kleinen Bereich hier bei derchotv, bei derchotv live, der sonst im Entertainment-Bereich benötigt wird, sondern jetzt auch mal hier zu sehen ist, nämlich die Medien- und Fernsehnews am heutigen Samstag. Gibt es heute mal ausnahmsweise ein paar News. Zwei Stück habe ich nämlich ausgegraben, weil ich sehe, ich habe auch nicht mehr viel Zeit. Es geht heute um natürlich erstmal um RTL 2, denn RTL 2 richtet sich ja mehr in Scripted Reality, anstatt natürlich auf seine Animes. Und man hat vor einem Jahr circa eine Anime-Plattform mit dem Namen rtl2anime.de gestartet. Dieses Portal gibt es seit Ende letzten Monats nicht mehr. Es ist offline gegangen. So sieht es natürlich aus. Unter anderem liegt es auch daran, dass man es auch nicht ausgebaut hat. Es wurde gar nicht ausgebaut. Man hat Animes wie Pokémon und Naruto sehen können. Mehr wurde nicht getan. Stattdessen haben wir die Konkurrenten eher mehr getan, wie unter anderem Viva mit oder natürlich die Abspielplattform Clipfish. So natürlich auch ProSieben Max mit seinem Kinderprogramm Yep haben mehr Animes aufgenommen. Zum Beispiel auch bei Yep sind unter anderem die Animes zu sehen, die vorher bei RTL 2 zu sehen waren, wie Dragon Ball, Pokémon, Naruto und One Piece. One Piece lief ja auch zurzeit auch nochmal auf Viva, beziehungsweise auch sogar auf Tele 5. Und es funktioniert dort wieder, muss man natürlich sagen, was nun bei RTL 2 anscheinend nicht funktioniert hat. Somit ein weiterer Grund, was man natürlich auch nennen könnte, warum es offline genommen wurde, war zum Beispiel auch die Anpassung. Denn vor 2 Monaten hat sich ja RTL, beziehungsweise vor 3 Monaten hat sich ja rtl2.de sich einen Relaunch verpassen lassen, natürlich im dementsprechenden Look des Senders. Und man hat die Anime-Seite überhaupt gar nicht mehr daran angepasst. Also sie ist so geblieben, wie sie ist. Und man hat auch wirklich irgendwie gedacht, ja, da wird nicht mehr dran gearbeitet. Was natürlich dann auch so war. Auf die Anfrage des Medienmagazins dwdl.de hat nämlich eine RTL2-Sprecherin gesagt, dass schon das Portal bereits am 24. Februar eingestellt wurde. Wenn man www.rtl2anime.de eingibt, wird darauf hingewiesen, dass die Anime-Plattform offline genommen wurde. Und somit geht nun ein Stück RTL2-Fernsehgeschichte, mit dem RTL2 vor ja nicht so ganz 21 Jahren auch auf Sendung gegangen ist. Bisschen schade, aber es ist leider so passiert. Kommen wir aber zu einem anderen Sender, der erfolgreich ins Free TV gestartet ist, nämlich der Disney Channel. Seit gut fast 2 Monaten ist er nun im Free TV zu sehen und gestern startete der Disney Channel eine neue Familienshow mit dem Namen Family Time, Zeit für Familie. Und man muss natürlich sagen, der ehemalige Sendeplatz ist natürlich von Das Vierte. Den hat ja Disney im Jahr 2012 gekauft. Erst im letzten Jahr bekannt gegeben, was man damit anstellen wird. Und es haben nicht so viele zugeschaut gestern Abend, am Freitagabend. Nur 220.000 fanden zum Disney Channel. 0,7% Marktanteil wurden hier erreicht. In der Zielgruppe waren es auch nur 100.000 Zuschauer, die ersten Gehversuche im Showbereich beim Disney Channel natürlich unternommen hat. Ein guter Marktanteil wurde damit mit 1% erreicht. Für den neuen Sender ein guter Wert, doch man muss natürlich auch sehen, dass für so eine eigenproduzierte Show von Disney man mehr Prozente braucht. Aber hier muss Disney Channel dann der Family Time noch ein bisschen, Time noch ein bisschen Zeit geben. Immer sind für dieses Jahr noch weitere 5 Ausgaben
natürlich angekündigt. Bei der Konkurrenz sah es dementsprechend anders aus. Bei Super RTL zum Beispiel Scooby-Doo, die Maske des Blauen Falken, dort schauten 730.000 zu. Insgesamt 2,3% Marktanteil wurden hier erreicht. In der klassischen Zielgruppe waren es nur 320.000, also 0,73 Millionen. Das sind die von 14 bis 59, nicht bis 49, nochmal kurz gesagt. Und dort waren es 3% Marktanteil. Beim Disney Channel sah es am späteren Abend im Übrigen gar nicht gut aus. Denn ein Erbe voller Überraschungen wurde im Anschluss an die Family Tie in der Zielgruppe nur noch von ungefähr 60.000 Zuschauern geschaut. 0,6% Marktanteil waren nur noch drin. Insgesamt sahen nur 120.000 Zuschauer den Film. Ein Marktanteil von nur 0,4%. Aber wie schon gesagt, man muss das alles noch ein bisschen Zeit geben, bis das Ganze natürlich gut läuft. Der Disney Channel seit dem 17. Januar auf Sendung offiziell. Offiziell am 17. Januar und dementsprechend seit Anfang des Jahres nun Free-TV-Sender hat den Sendeplatz von Das Vierte übernommen. Ja, so viel dann auch zu aktuellen Informationen des heutigen Tages hier bei Dercho TV Live selbstverständlich. Und heute ist die Sendung mal etwas voller, muss man eigentlich sagen. Gestern haben wir schon vor 5 Minuten aufgehört, um 19.20 Uhr muss man natürlich sagen, genau Punkt 19.20 Uhr aufgehört. Also die Ausgabe könnt ihr euch natürlich heute auch nochmal angucken. Auf YouTube ist sie hochgeladen, selbstverständlich auch die 16. Folge vom Let's Play Pokémon Rot. Wie ich ja schon mal, glaube ich mal, gesagt habe, wird Pokémon Rot, sag ich schon, Let's Play Flife wiederkommen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Und nächste Woche werde ich eine Entscheidung treffen, die die Zukunft hiervon hält. Also von dieser Live-Sendung. Denn im Moment sind es nur 30 Minuten. Und und live dementsprechend, also einmalig live, also sprich beziehungsweise dreimal die Woche und sonst dann halt natürlich einen Tag später in der Wiederholung. Aber man sagt natürlich, ja, dann mach es doch dann lieber so. Aber im Live-Verfahren ist das irgendwie ein bisschen besser, weil jetzt fragt man sich, wieso im Live-Verfahren ist das besser? Ganz einfach, es liegt einfach nur daran, dass man dementsprechend es auch besser machen kann, dass man eingreifen kann, wenn Breaking News sind, also Eilmeldungen und so weiter. Deswegen überlege ich, das Ganze hier auszubauen. Und freut euch drauf. Nochmal zum Let's Play Pokémon Rot anzusprechen. Ihr könnt in dieser Folge, die natürlich jetzt schon auch online hochgeladen wurde, entscheiden, zu welchem Pokémon ich, ich mein Evoli entwickle. Es ist ja die rote Edition, die erste Generation, also nur drei Möglichkeiten. Entweder zu Flamara, einem Feuer-Pokémon, Aquana zu einem Wasser-Pokémon oder Blitzer zu einem Elektro-Pokémon. So, wenn ihr jetzt genau wisst, was für Pokémon ich bei Pokémon Rot habe, dann wisst ihr ganz genau eigentlich, welcher Tendenz es geht. Nur so ein kleiner Tipp nebenbei gesagt. Ja, so, ich sehe jetzt auch auf die Uhr, ich habe noch weniger als 3 Minuten, deswegen mache ich mal schnell Schluss. Gleich gibt's Fußball, jetzt aber gleich noch mal euch noch kurz zu sagen, dass es am Donnerstag weitergehen wird mit Dercho TV Live. Dann gibt's Ausgabe Nummer 7, das war die 6. Ausgabe, ich hoffe mit einem besseren Ton und mit vielen, vielen mehr am kommenden Donnerstag. Wie schon gesagt, aktuelles zur Lage zur Ukraine und sonstigen gibt's natürlich auch auf derchotv.wordpress.com. Wünsche euch noch einen schönen Start ins Wochenende. Und für die, die das außerhalb des Wochenendes gucken, tschüss.